bin zurück. Zurück auf Fuerteventura. Nach aller Abwechslung im letzten Jahr hatte ich das Gefühl, ich brauche diesmal einen Ort, an dem ich mich bereits auskenne. Genauer gesagt bin ich in Puerto del Rosario, der Hauptstadt von Fuerteventura. Hier habe ich bereits letztes Jahr 2 Monate gelebt und es hat mir so gut gefallen, dass ich dachte, ich komme einfach zurück. Ich bin bereits vor ein paar Tagen angekommen. Ich würde sagen, heute ist mein erster richtiger Tag auf der Insel. Zumindest gibt es immer ein paar Dinge, die ich am ersten Tag erledige, wenn ich neu am Ort bin. Gut, neu bin ich jetzt hier nicht ganz. Aber zumindest sollte ich ein paar Dinge erledigen und in diesem Video nehme ich euch mit. In den kommenden Wochen werden auch einige Videos zu Fuerteventura erscheinen. Zumindest bleibe ich hier mindestens 2 Monate. Wenn du nicht verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Normalerweise bin ich immer so demotiviert am ersten Tag, wenn ich irgendwo neu bin. Aber diesmal war es anders. Vielleicht liegt es daran, dass ich hier alles kenne. Ich meine, ich kenne ja sogar 2 bis 3 Leute. Ich bin mal gespannt, ob die sich auch an mich erinnern. Ich habe sogar dieselbe Unterkunft wie beim ersten Mal. Auf jeden Fall brauche ich nur knapp 60 Sekunden laufen und ich habe einfach diese Aussicht hier. Wollt ihr es selber sehen? Zwar kein Strand, aber wenig Leute und das ist die Hauptsache. Auf jeden Fall ist es sehr angenehm, 1 Minute zu laufen und dann direkt an der Küste zu sein. Der Plan für heute ist folgender. Erstmal machen wir einen kleinen Spaziergang durch die Nachbarschaft hier. Dann zeige ich euch meinen Lieblingsweg Richtung Stadtzentrum. Erkunde ein bisschen das Stadtzentrum. Ich zeige euch die Stadt. Ich zeige euch das Einkaufshaus. Und auf dem Rückweg besuchen wir meinen Lieblingssupermarkt. Warum das so ist, wirst du später herausfinden. Hoffentlich. Hoffentlich verstehst du das. Das ist übrigens mein Lieblingsweg hier. Hier triffst du auf kaum jemanden, es ist so ruhig. Andererseits ist es sehr windig. Ich hoffe, das Kameramikrofon macht das gerade mit. Aber auf jeden Fall merkst du hier den Wellengang recht heftig. Heute ist es nicht so stark. Normalerweise schlagen die Wellen bis hier vorne auf. Hier auf dem Weg macht man auf jeden Fall einen kleinen Bogen rund um die Straßen. Aber das finde ich angenehm. Ich meine, wenn man immerhin schon auf einer Insel ist, dann sollte man auch viel Zeit alleine verbringen. Normalerweise probiere ich am ersten Tag immer einen guten Überblick über die Stadt zu bekommen. Meistens suche ich dazu einfach einen Aussichtspunkt auf. Eine Aussichtsplattform ist hier keine Alternative, da die Stadt recht flach ist und es keine Hügel gibt. Andererseits kenne ich den Ort bereits. Meine 2. Unterkunft im letzten Jahr, die war recht hoch gelegen. Von der Dachterrasse hatte ich einen sehr guten Überblick über die Stadt. Der Ort ist nicht recht groß, von daher das reicht. Auf jeden Fall habe ich mich deswegen für einen 2-stündigen Rundumgang entschieden, indem ich einfach ein bisschen die Stadt vorstelle, einfach an ein paar Ecken vorbeikomme, wo ich vorher schon war. Puerto del Rosario ist seit 1860 die Hauptstadt von Fuerteventura. Früher waren die Küstengebiete einer Insel kaum besiedelt. Das lag in erster Linie daran, weil die Bevölkerung Angst vor Piratenüberfällen hatte und sich meist daher im Innern der Insel aufhielt. Daher war bis zu diesem Zeitpunkt auch Betancuria die Hauptstadt, die genau im Zentrum der Insel liegt. Ich denke mal, den Ort werde ich auch noch besichtigen, weil im Gegensatz zu dieser Region soll es dort sehr schön grün bewachsen sein. Heute leben in dieser Stadt etwa 40.000 Menschen und davon vergleichsweise wenig Deutsche. Wenn du von Deutschen Abstand halten möchtest, dann ist dieser Ort genau der richtige für dich. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie genau die Zahl war, aber ich bin der Meinung bei 0,2% Bevölkerungsanteil und das ist halt für die Kanarischen Inseln halt schon extrem wenig. Sonst ist Puerto del Rosario auch nicht so der Ort, der die Touristen anzieht. Was für mich als digitaler Nomade recht angenehm ist, weil ich den Menschen gerne aus dem Weg gehe und einfach so gerne das Leben vor Ort wirklich kennenlerne. Also wenn du eher Urlaub machen möchtest, dann wohl eher im Süden der Insel wie Costa Calma oder im Norden Coralejo. Die beiden Orte werde ich auf meinem Kanal auch noch vorstellen. Ansonsten befindet sich hier in der Stadt ein Hafen sowie der Flughafen der Insel, der knapp 10 Minuten mit dem Auto von der Stadt hier entfernt ist. Die circa 10-minütige Fahrt vom Flughafen bis zu meiner Unterkunft hat mich etwa 12 Euro gekostet. Im Vergleich zu Deutschland wesentlich günstiger.
Direkt im Stadtzentrum gibt es einen kleinen Strand. Es ist zwar nicht der schönste, aber dafür ist er gut zu erreichen. Jedenfalls reicht es vollkommen, um sich in die Sonne zu legen und dem Meer zu lauschen. Ich bin regelmäßig hier und habe bisher nie erlebt, dass der Strand übermäßig voll war. Und schwimmen kann man natürlich auch. Im Kaufhaus Las Redondas gibt es die üblichen Geschäfte auf insgesamt 4 Etagen. Es ist stets gut besucht und du findest dort eigentlich alles, was man so für das Inselleben braucht. Letztes Mal habe ich mir zum Beispiel einen Kindle E-Book Reader gekauft, als mir die Bücher ausgegangen sind. Neben etlichen Bekleidungsgeschäften wie C&A und H&M findest du neben einem Gaming Store auch so etwas ähnliches wie Mediamarkt. Dazwischen gibt es etliche Restaurants, Einkaufsläden für den Haushalt und den täglichen Bedarf. Oder wie wäre es mit einem Geschenk für dein nerviges Haustier, welches dir keine Ruhe lässt, während du dein Video schneidest? Okay, ich meine ganz ehrlich, als ich meinte, das wäre mein Lieblingssupermarkt. Es ist nur eine kleine Version davon, aber ernsthaft, guckt euch diesen Laden an. Es ist einfach ein Dinosaurier. Ich meine, welche Supermarktkette kann von sich behaupten, ein Dinosaurier im Unternehmen zu haben? Das ist hier, wie gesagt, nur die kleine Variante. Die größeren Märkte heißen Hyperdino. Sie sind etwa mit den deutschen Supermärkten zu vergleichen und insgesamt würde ich sagen, die Preise sind hier ein bisschen günstiger als in Deutschland. Übrigens, ich bleibe jetzt ein paar Monate auf der Insel. Wie lange, weiß ich noch nicht genau. Gibt es etwas, was dich an Fuerteventura interessiert? Dann schreib es gerne in die Kommentare. In den nächsten Wochen werden auf jeden Fall einige Videos über Fuerteventura erscheinen. Abonniere also gerne meinen Kanal, wenn du es nicht verpassen möchtest und hinterlass gerne ein Like bei diesem Video, falls es dir gefallen hat. Ansonsten habe ich nicht mehr viel zu sagen. Ich gehe jetzt zurück in meine Unterkunft und dann schneide ich das Video hier. Also, bis dann!